Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command War in Europe. Mehr Spieler gegen Medoberg, ja, und ich habe mich ein bisschen verschätzt, wie viel Paris jetzt letztlich bringt auf die französische Moral drauf. Muss man wohl so sagen. Aber dann, naja, es wird zumindest bald vorbei sein, kann man sagen. Mal schauen, wo wir Angriffe setzen können, ein paar Orte besetzen. Frage ist dann aber ein, zwei Züge. Französische U-Boot ist hier weiter am Scouten. Da schaut mal ein Brite vorbei. Das U-Boot wieder, das unser U-Boot sieht. Ansonsten nicht viel Kontakt. Ich hoffe mal, dass die Moral trotzdem. Ist der. Naja, sie müsste ja weit unten sein. Ja, gut. Diesen Zug war es das dann. Sind jetzt schon auf 0%. Das heißt, wenn man das nächste Mal drückt, dann sind sie weg, wenn man den Zug beendet. Das heißt, wir können jetzt auch schauen, wo wir Einheiten besiegen können, in der Hoffnung, noch ein wenig Erfahrung abstauben zu können. Tja, und hier unten. Mal nach, jetzt ist der Ort leer. Dürft ihr auch mal mitgemacht haben. Macht jetzt nicht mehr den großen Unterschied, aber dann können die Italiener psychologisch auch noch Erfolge für sich verbuchen, dass sie im Krieg immerhin drei Orte erobert haben. Immerhin, dann haben sie mitgemacht. Hier könnte halt sein, dass er hier irgendwo steht. Wenn ich mal ein bisschen vorsichtiger, rantastet. Briten werden aber wahrscheinlich inzwischen auch zum Großteil weg sein oder da hinten noch irgendwo in Häfen sitzen und dann, naja, so gut wie weg sein demnächst. Hier noch welche Zeit, wo er seine Leute per Bahn hingebracht hat, vielleicht nach Bordeaux. Das sind noch alles Sachen, die man der Komplettheit halber erobern könnte, aber eigentlich nicht. So, wer darf Erfahrung kriegen, den Platz zu machen? Ich würde eigentlich fast sagen, der Panzer, weil es damit am wichtigsten ist. Und unsere Luftwaffe kann hier da drüben ein bisschen mit eingreifen. Und du bist nicht der Stärkste mit 4, aber der das auch nicht gerade stark. Ich will vor allem halt die Zahlen sehen. So, der Kollege darf auch irgendwas machen. Ach, Mann. Kassiert doch bei diesen zu Nulls nicht andauernd den Schaden. Das wäre fast Stufe 2. Gut, jetzt sind wieder 10% weg. Dann dauert das einen Moment wieder. Da ist auch die erste Erfahrungsstufe jetzt feierlich nicht erreicht. Weil er wieder den Schaden kassiert hat. Anderen Bomber müssten hier auch zum Teil geheilt werden. Wenn du vielleicht noch einen guten Angriff hinlegst, könntest du womöglich. Ja, 105 gut mit Heilung, das wird natürlich nicht ganz knapp nicht reichen, aber dann ist immerhin fast ein Sternchen voll. Aber ich darf sonst noch. 2,5, das müsste reichen. 1,4,4, aber da geht ja fast die Hälfte der Erfahrung runter. Auch bei ihm. Also würde ich doch trotzdem gerne, dass du noch ein bisschen Erfahrung kriegst. Weil das könntest du auch bei dem 0-0. Dann haben wir vielleicht doch noch Chance, die Stadt zu stürmen. Und den kriegen wir weg im Zweifel. Den da drüben auch. Den auch schon irgendwie. Er ist schon 1,5. Das ist jetzt umso sicherer. Die Stufe kriegst und du haust hier. Und mit. Ja, wie diese zu Nulls gerade Schaden machen, ist wirklich ein bisschen unglücklich. Sonst lass das erstmal mit den Fliegern. Weil man halt fast überlegen könnte, noch die 0-0s zu machen.
Aber die müssen natürlich auch noch geheilt und geupgradet werden, aber das ist gerade noch die beste Chance, einfach ohne zu großartige Verluste ein bisschen Erfahrung mitzunehmen. Okay, du wärst noch da. Ich meine, du könntest ja auch noch deinen 0-0 riskieren. Schön und auch noch ein bisschen was mitnehmen. Aber wie häufig die kassieren diese Runde, das ist jetzt schon sehr unglücklich, habe ich den Eindruck. So, den Panzer, ich würde sagen, du räumst den raus. Das ist doch jetzt witzlos. Aber gut, die Moral ist definitiv auf Null. Die Briten dürften zum Großteil weg sein. Gut, ich meine, ein paar Korps können hier nochmal los und nachgucken. Ob sie irgendwo noch was entdecken. Da noch irgendwo Hafen. Aber eigentlich müssten wir dann auch langsam schon in Richtung Osten. Die Briten, die hatten jetzt schon rundenlang Zeit und hier hinten so viele Häfen. Ich glaube, die sind... Wenn ihr also sonst ein paar Korps werden ja sowieso hier bleiben. Aber so im Allgemeinen dann schon mal hier nach Osten bewegt. Ich wieder viel Kleinkram vom Klicken her. Aber es muss ja sein. Darf ein Jagdflugzeug vielleicht noch mal vorläufig in der Nähe bleiben? Die Befestigungen müssten eigentlich eh fallen, aber so der Komplettheit halber hier auch nochmal einnehmen. Ein HQ zumindest lose in der Nähe. Wird schon, du gehst hier sonst auch nochmal in das Bergwerk rein, weil da hast du auch Deckung gegen Luftangriffe. Also das sollte alles soweit funktionieren. Ja, dann die Häfen gehören im nächsten Zug uns, dann kann das U-Boot zu dem Zeitpunkt da rein. Hier bleibt erstmal da oben. Du machst hier in der Nähe ein bisschen weiter Stress. So, bei den Italienern soll jetzt, ihr habt doch, ja, ihr habt Stufe 5, da müssen wir mal eben sehen, dass der Weg sicher ist für die Flak. Darunter ist schon mal sicher. Also jetzt aber einfach kreuzen, beziehungsweise erst muss das U-Boot noch gucken. Wir hatten ja gerade ein britisches U-Boot gesehen, aber es ist derzeit irgendwo anders, das passt schon. Vom Ausladen her die Frage, wenn man hier die irgendwann, wenn man hier die Grenze überschritt, war da der Trigger, dass noch mal zusätzliche Truppen in Kairo spawnen für die Briten. Das weiß ich noch, aber die irgendwann sind die sowieso über Zeit gespawnt. Mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wann das noch mal war. Also bringen wir dich mal so erstmal an Land, dass hier sicherheitshalber noch keiner über die Grenze geht. Einmal auftanken. Gut, soll man das italienische Flugzeug wirklich hochziehen? Der ist ja jetzt nur einmal als Notfallabfangjäger quasi. Sie würde ich eigentlich gerne noch mehr Ruhe bereit machen, weil ich nehme mal an, dass er mit der großen britischen Armee nach Ägypten abdampft. Und wenn wir dann immer eine anständige italienische Truppe zur Unterstützung des Afrika-Korps haben, auch mit Infanterie 1, dann wäre das schon mal sehr beruhigend zu wissen. Eigentlich auch das zweite Korps kann da runterwandern demnächst. Beziehungsweise du kannst jetzt eigentlich auch schon rein. Mit dem Jäger erstmal. Der Weg ist hier gerade aufgeklärt. Er weiß, wie es im nächsten Zug aussieht. Hast hier noch ein Feld, nur so um sicher zu gehen. So, irgendwer muss natürlich da bleiben. Das Korps kann natürlich demnächst zurück. Du kannst da rein und aufpassen.
hier jemand rumstehen. Ich meine, der von da oben kommt ja demnächst zurück und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er zufällig jetzt genau hier landen wird. Weil, ja. Gut, doch, wir könnten das vorher noch aufnehmen, ohne jetzt die Grenze hier zu überqueren. Okay, was ist, falls genau hier das U-Boot steht? Aber nicht. Der Panzer ist im Moment, also der italienische Panzer ist im Moment lose für andere Dinge vorgesehen und dann könnt ihr hier demnächst mal groß durcheilen und innerhalb der nächsten paar Züge irgendwann dann auch doch mal diesen Ort besetzen. Irgendwann spawnen die hier hinten sowieso. Ja, 30 MPP. Ich glaube, ihr werdet im nächsten Zug genügend Geld brauchen für Verstärkung und alles. Ja, ihr habt alle die Angriffe durch und so. So, du könntest sonst vielleicht auch erstmal noch ein bisschen mehr in Sicherung fahren. Der Gesunde, kann man riskieren hier vorne rum? Du schaust mal, ob du da ein bisschen lang kommst und die Prinz Eugen darf vorläufig da bleiben. So, du müsst natürlich bald schon wieder 2 Einheiten mehr nach Osten, aber wenn ihr die Korps durchrennen, sollte das eigentlich klappen. Gut, was machen wir mit unseren Punkten? Also wir müssen natürlich irgendwann doch mal die Finnen kriegen und jetzt, wenn die Franzosen draußen sind, hätten wir auch diplomatische Übermacht. Aber ich sag mal lose, es wird wohl heute reichen, wenn wir ab dem nächsten oder übernächsten Zug so richtig darauf gehen. Wir müssen erstmal unsere Forschung wieder hochziehen. So, Langstreckenflugzeug wäre eigentlich auch ganz nett, aber dann wird es langsam eng von der Kapazität her. 825. Und wir könnten theoretisch direkt noch ein zweites Langstreckenflugzeug aufnehmen. Aber eigentlich hätte ich irgendwann auch gerne mal die Logistik, weil man damit ja auch mehr Hauptquartiere kaufen kann. Müssen wir sowieso auch nochmal machen, ab den. Also die Punkte aus Frankreich, wenn die kapitulieren, diese sind sehr dringend benötigt, dann hier mal alles zu kaufen, was man haben möchte. Sagen wir nehmen ein Langstreckenflugzeug und ja, eine Logistik. Und dann auch später noch mehr Hauptquartiere holen kann. Das ist immerhin bald durch. Der Panzer. Auch ganz nett. Und die amphibische Kriegsführung natürlich auch schön, wenn die nach oben geht und bei euch. Ja, Infanteriewaffen bald. Die könnt ihr auch gut gebrauchen. Und Industrie noch ein paar Pünktchen pro Runde. Ja, ihr wartet da oben ab. Du machst da draußen ein bisschen Ärger. Du wartest auf die Häfen. Der andere guckt, ob er sich durchschleichen kann. Der Kontrollweg, ja, die sind auf 0%. Kann nichts passieren. Geht's ansonsten aus? Ja, da sind noch Ausgaben in Einheiten, aber das geht zurück. Dürfte er ja insgesamt mehr in Forschung stecken. Ja, jetzt diesen Zug. Jetzt nicht gerade viel für Einheiten ausgegeben und nicht geforscht und Diplomatie. Spart er für irgendwas? Irgendwas Unangenehmes? Und die Sowjets, naja, die haben halt immer noch ihre 5% oder so. Und zumindest ist die gute Nachricht, dass sie jetzt schon lange, lange nicht mehr forschen konnten. Na gut, aber ich denke, wir können den Zug jetzt beenden. Genau, Vichy Frankreich gründen. Und ja. Wir gehen den Waffenstillstand mit Pétain ein und gründen Vichy Frankreich. Ja. Und 241 Punkte, sehr schön.
Der Kommissar Nasser könnten wir auch noch ausbauen. Ja, damit wir neue Seeeinheiten von dort aus einsetzen können. Das ist eine Sache, die ich lange übersehen habe und dann gab es mal einen Kommentar, der mir noch freundlicherweise darauf hingewiesen hat, dass das dann ja geht. Scheinbar dann auch hier alles uns gehört, wie es aussieht, dann sind die Briten sowieso alle auch eh schon längst weg. Jener kommen auf ihr Gebiet zurück. Da unten war noch eine Luftabwehr in Südfrankreich, die kapituliert. Briten verlassen Gibraltar. So, er hat seine Einheit aus Gibraltar rausgezogen. Das hat er, glaube ich, gemacht. Und dann gibt es irgendein Event, das in Spanien nochmal ein paar Prozente für die Deutschen gibt. Jetzt nicht, dass er es irgendwie aufgegeben hätte oder so. Es steht einfach nur leer gerade, glaube ich. Ja, so einiges los in Spanien. Weiterentwickelter Panzer 2, sehr schön. Spionage und Aufklärung 1. Auch gut. 178 Punkte. Wir kriegen noch nicht die spanischen Punkte, müsste aber ab demnächst laufen. Ich meine, fast 500 MPP. Erstmal genügend Geld, wovon wir auch sehr viel Zeug kaufen werden müssen. Ja, und dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Medoberg mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.